Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Rocketman, die Verfilmung des Lebens von Elton John. Und ich kann schon mal so viel sagen, das ist ein mega guter Film geworden. Was er genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's. Ich überlege, meinen Namen zu ändern in Elton. Das ist mein Name. Ja, ich weiß. Wie gerade schon angerissen, geht es um die Geschichte von Elton John. Es geht in der Kindheit los, wie er anfängt, Musik zu machen, von seinem Vater ja nicht wirklich so sehr geliebt wird, wie er es gerne hätte, beziehungsweise er eigentlich zu seinem Vater aufschaut, doch nicht wirklich viel Anerkennung bekommt. Und das Ganze ist etwas schwierig bei ihm in der Kindheit. Aber er macht weiter mit der Musik und Stück für Stück wird er dann auch immer bekannter, beziehungsweise nachdem er dann ein Label von sich überzeugen konnte, geht es dann auch richtig los. Und hier werden sowohl die schönen Seiten gezeigt, als auch die Schattenseiten eines Starlebens, also was er für Probleme hatte mit Alkohol, Drogen und wie das Ganze auch vor allem mit seiner Homosexualität zusammenhängt. Da haben sie wirklich es so gemacht, dass es nicht irgendwie so, ja, weich gewaschen ist oder weich gespült ist, sondern wirklich auch konkrete Sachen gezeigt sozusagen. Deswegen kriegt der Film in Amerika auch ein R-Rated. In Deutschland ist er ab 12, weil auch wirklich nichts Schlimmes zu sehen ist. Aber es geht einfach nur darum, dass er halt seine Homosexualität entdeckt. Und dementsprechend ist da ja auch nichts Verwerfliches dabei. Insgesamt muss man sagen, ist die Story wirklich sehr voll. Also wir haben hier wirklich gefühlt 30 Jahre vollgepackt mit Story in einem 2-Stunden-Film und das ist schon etwas viel. Also manchmal wirkt es ein bisschen sprunghaft. Das Gute ist, sie haben es ein bisschen sanfter, was die Übergänge angeht, gemacht, denn man hat jetzt nicht genaue immer Einordnungen, wann das war, von den Jahren her. Deswegen funktioniert das wesentlich leichter und manchmal hat man dann halt so einen schönen Übergang in die andere Geschichte rein. Oder in die andere Dekade sozusagen. Und ich muss sagen, es macht einfach Spaß zuzugucken. Es ist sehr unterhaltsam über die komplette Laufzeit. Und ich würde sagen, ja, 4 von 5 Punkten für die Geschichte ist sehr gut geworden. Taron Egerton ist natürlich fast schon ideal besetzt gefühlt. Denn er macht das hier so unfassbar gut. Also er ist ja schon ein guter Schauspieler, das wissen wir ja schon. Aber er haut hier wirklich alles raus. Also wirklich, das ist unfassbar, wie nah er an Elton John sowohl optisch als auch von seiner Art rankommt. Das ist richtig krass. Also dieses Schauspiel ist so seine Paraderolle bisher, würde ich sagen. Mega, mega gut. Und es macht einfach Spaß zuzugucken, weil er diese nachdenkliche Figur in ruhigen Momenten oder auch mit teilweise problemenkämpfenden Figur in den privaten Segmenten, aber dann auf der anderen Seite auch diese super schrille, bunte Figur in den Auftritten super verkörpert und der kriegt da richtig Gutes hin, das authentisch rüberzubringen. Und das ist wirklich, macht wirklich Spaß, dazu zu gucken. Dementsprechend kann ich nur sagen, also vom Schauspiel her, insgesamt der Rest vom Cast ist in Ordnung. Er macht jetzt nichts großartig Besonderes oftmals, aber das ist wirklich ein sehr hohes Niveau. Der Rest vom Cast wäre 4, Taron Egerton ist einfach 5 Punkte und dementsprechend gibt es auch fürs Schauspiel 5 von 5 Punkten. Das ist wirklich mega. Weiter geht's mit der Technik und da muss man sagen, ich habe den Film in Dolby Vision und Dolby Atmos gesehen. Dolby Vision kriegt man aktuell nur in München zu sehen, nämlich im einzigen deutschen Dolby Cinema, nämlich im Matheser. Die haben das ganz neu gebaut und man merkt dieses HDR, also die mehr Farbtiefe merkst du wirklich. Weil an manchen Stellen hast du sehr bunte Szenen und da knallt das richtig schön raus und du hast halt ein sattes Schwarz, ein sattes Weiß. Das ist halt, oder ein kräftiges Weiß, das sieht halt definitiv anders aus, als wenn man das halt so im normalen Kino guckt. Dementsprechend, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch das im Dolby Cinema an, das lohnt sich definitiv. Nicht bei allen Einstellungen, weil oftmals merkt man dann keinen Unterschied, weil halt die Einstellungen eher neutral gehalten sind und nicht so bunt. Aber so sieht das wirklich gut aus. Der Dolby Atmos Sound, muss man sagen, ist insgesamt okay. Oder beziehungsweise auf einem sehr hohen Niveau. Die Höhen waren mir manchmal bei dem Gesang immer so ein bisschen zu viel drüber. Also das hat schon fast im Ohr wehgetan bei den Höhen. Aber der Rest ist wirklich geil abgemischt. Super Erlebnis. Also da ist technisch auch toll umgesetzt. Super kreativ, bunt.
große Produktion, hat mir sehr gut gefallen, auch tolle Choreografien. Der Gesang ist ebenfalls auf einem sehr, sehr hohen Niveau, das habe ich gerade beim Schauspiel gar nicht genannt, das Taron Egerton, der singt das ja alles selber und das kommt sehr nah ans Original ran. Es klingt, finde ich, sehr gut. Es ist natürlich eine etwas andere Klangfarbe, aber es passt, ich nehme ihm das ab. Dementsprechend so von der Technik kann ich hier auch nur 5 von 5 Punkten geben. Definitiv mega gut geworden. So ohne Dolby Vision wären es vielleicht nur 4 Punkte. Deshalb komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, Rocketman hat mich wirklich überrascht. Die Story ist an manchen Stellen so ein bisschen zu vollgepackt, da ist ein bisschen zu viel für die Laufzeit drin, aber Taron Egerton macht das wirklich super wett. Der Film sieht unfassbar gut aus und hat auch einen sehr geilen Sound. Der Gesang ist wirklich sehr gut, kommt natürlich sehr nah ans Original ran. Und das Ganze ist natürlich auch von Elton John abgesegnet, deswegen kann man sich sehr sicher sein, dass das auch sehr authentisch alles rübergebracht wurde. Dementsprechend Empfehlung fürs Kino, 4 von 5 Punkten. Ich kann nicht ganz 5 geben, weil es kein Mainstream, oder es ist doch schon ein Mainstream-Film, aber man muss schon sich mit der Musik auseinandersetzen, beziehungsweise die Musik von Elton John mögen, damit man sich diesen Film anguckt. Ich habe ihn jetzt auf Englisch gesehen, mal gucken, wie das Ganze dann wird in der deutschen Fassung. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussehen wird, vor allem was die Musik angeht. Ich glaube, sie werden sie nicht übersetzen, sondern nur halt das Gesprochene. Dementsprechend so insgesamt, aber wirklich cool, vor allem in der Dolby Atmos Sound. Man hat sogar bei sehr lauter Musik noch die Stimme gut verstanden. Das war echt, das ist sehr gut abgemischt. An der Stelle bloß die Höhen manchmal ein Tick zu viel, wie schon gesagt. Dementsprechend insgesamt dann bei einer krassen Wertung von 18 von 20 Punkten, ist glaube ich somit einer meiner bestbewertetsten Filme aller Zeiten. Und ja, dementsprechend ist auch ein sehr, sehr guter Film geworden. Kann ich euch definitiv nur empfehlen. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei. Aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!